Willkommen zurück zu Red Dead Revolver. Beim letzten Mal hatten wir diese bescheuerte Brückenmission. Heute geht's hoffentlich mit besseren Missionen weiter, denn wir wollen jetzt auf die Jagd gehen nach diesem General Diego. Ja, so, was kriegen wir hier? Brandsatz. Eine Waffe kaufen. Na ja, komm, mach mal. So. Geschäftsbuch. Ja, komm, mach mal. Ein Infanteriehut. Ja, ist okay. Hochzeitsband. Wieder für irgendeinen Charakter. Rickys Lasso. Okay. Eine Maske können wir mal machen. Scalps. Mach mal. Einbalsamierungsgeräte. Ah ja, brauche ich unbedingt nicht. Okay, ich bin fertig. So, dann müssen wir mal endlich hier alles reparieren. In Hoffnung, dass alles hinhaut. Jetzt kann ich hier Brandsätze mitnehmen, ja. Vielleicht auch nicht so verkehrt. So, gibt es hier noch was, was ich reparieren muss? Ich glaube, nein. Oh, hier. Repariert ist repariert. Schrotflinte, Kaliber 12. Nehmen wir mal. Und dann mal schauen. Das wird schon. Das wird bestimmt super. Hoffe ich. Wenn nicht, dann raste ich halt vielleicht irgendwann aus. Geht ein. Eine Kirche oder Kapelle. Da muss ich hin. Was? Um dir die Karte anzusehen, drücke Starttaste. I paid my dues. Here I am getting a handful of pesos a month, and if it weren't for me, a treasure in gold could disappear. Okay, Karte. Und da oben muss ich wahrscheinlich hin. Okay. I ought to at least be corporal. I'll have to speak to the sergeant about it as soon as my shift is over. Well, maybe tomorrow. Guten Tag. Ups. Da tut mir fast ein bisschen leid. So. Voll hier. Nachladen dauert bei dem Ding ein bisschen lange. Aber macht halt schon guten Damage. Wenn so ein Glasfenster ist da stehen geblieben, eigentlich eher unrealistisch. Wenn alles andere hier so weg ist. Willst du Tequila? Ist es nicht. Mist. Besser. Oh, ich glaube, ich hätte auch vorhin das Pferd da gerade mitnehmen können. Aber immer erledige ich hier alles. Dann mal schauen. Und da. Was auch immer er nicht mag, ich weiß es nicht. Nehme ich jetzt weg. So. Ich mit meinem Pulle voll rum, die ich anzünden kann. Halt wo? Da. Hi. Ich sollte nicht hier sein. Ach, das ist wirklich sehr schade. What are you doing? Bin aber hier. Und jetzt? Gieß ich dir ins Knie. Oder direkt in die Birne. Na, jetzt sind sie auf dem Pferd. Arme Pferd. Bleib mal stehen da. Ey! Was soll denn das? Mich abzustechen mit seinem Gewehr oder was? So. Komm mal her hier, Hottehü. Ja. Wurde auch schon mal angezeigt, als wir da auf dieser einen Ranch waren. Aber das hat eher schlecht als recht funktioniert. Ich kann so rumrennen, cool. Nein, das wollte ich nicht. Nein.
Das wollte ich. Freihändig das Pferd galoppieren hier. Läuft. So, wo darf ich denn jetzt hin? Wohin genau? Da war eine Heilung. Ich habe sie nicht verpasst, sondern ich habe sie noch nicht aufgesammelt. Unterschied. So, du auch noch? Komm. Umgelaufen. Erfolgreich. Wie viele sind denn hier bitte? So, haben wir es jetzt mal langsam? Wäre ganz cool. Kutsche. Aha. We're being raided. Yeah. Das ist diese genannte Festung, ja? Okay. Here comes the gang. Dann das mit nichts, das war wohl nichts. Jo. So, gib mir mal den Brandsatz hier. Den schmeißen wir jetzt mal direkt auf die Kutsche. So ist besser. Direkt daneben oder so. Aber ich habe leider nichts mehr. Obwohl ich eine in der Hand habe. Aber ist ja nicht schlimm. Kriegen wir hin. Das Besondere von hier oben. Das kaputt machen? Ja, kann ich, aber passiert nicht viel. Und da. Klar. Kleiner Scheißpenner da unten. So. Guck ich mal, ob ich jetzt hier die Heilung vielleicht mitnehme. So, sehr schön, geht auch vom Pferd aus. Hat will ich mehr. Ja, ist klar, sie haben eine Gatling Gun, okay. Das war's für den. I want him alive. I have questions for this one. Take him to the gold mine. Und irgendwelche Indianer beobachten uns. Ja, aber die Mission war jetzt gar nicht mal so schlimm. Haben wir schon schlimmer gesehen. Jetzt zum Beispiel die Mission davor. Also munter fröhlich weiter. Shadow Wolf. Okay. Ich glaube, den haben wir im Intro schon mal gesehen gehabt, ne? Hey, der kann Messer werfen. Okay. Ist in Ordnung. Komm ich mir klar. My father's. I have news. What is it, Shadow Wolf? Cousin Red is alive. I saw the devil Diego taken prisoner to the mines. You must help him then. Go, Shadow Wolf. But. Beware of the ghost devil. Okay, also die wissen von Red quasi. Warum? Wieso? Hä? Ein bisschen verwirrt. Okay. Ja, schrei mal nicht so rum hier. Leg dich hin. Bleib liegen. Okay, er zweifelt gerade. Wow. Tipp, nicht von der Fackel erwischen lassen.
sure is cold out here. A lot colder in the grave, which is where you will be if you don't keep watch. At least we don't have Colonel Darren watching. Einer weniger. I wonder what General Diego is doing right now. Und da. What the? What was that? Yeah, geh weg. I'm hearing noises. Oh Gott, wie viele sind denn das bitte? Wow, das sind echt viele. Ein Hoch auf meine Messerchen. Vielleicht, ich weiß nicht. Darf nun keinen Schaden jetzt kriegen. Sind auf jeden Fall ein bisschen schneller als der Bogen. Das wird nichts. Nein. Okay. Aber ich habe auch gesehen, es hat sich dann hier so eine R2-Fähigkeit auch verfügbar gemacht. Vorher hatte ich hier nicht mal so eine Leiste irgendwie. Oder zumindest nicht gesehen. Guten Tag. Machen Sie mal locker. Oh. Zappeln immer so viel. Ich treffe den Kopf immer nicht. Und bleib schön mit deiner Fackel weg. Nicht, dass ich von der wieder so stark erwischt werde. Das muss nicht sein. Sure is cold out here. A lot colder in the grave, which is where you will be if you don't keep watch. At least we don't have Colonel Darren watching us. Okay, dann lass mal schauen, wofür wir jetzt R2 benutzen können. Ja, okay, ist irgendeine Feuerfähigkeit, mit der ich hier alles anzünden kann. Irgendwie Feuerpfeil oder sowas, ne? Damit ich mich selbst da mehr verbrenne, weil der Gegner immer zu mir läuft. Deswegen habe ich mich auch vorhin so verbrannt. Okay. Gut. Schön zu wissen, wie ich vorhin so krass Schaden genommen habe. Ich glaube, der hat jetzt mehr angezündet. Jo. Ihr hört Noises? Okay. Geh mal weg. Wie viele Pfeile kannst du nehmen? Genug. Okay. So weit, so furchtbar. Wir sind jetzt so weit wie noch niemals zuvor. Schön. Einfach schön. Kann jetzt lang? Wie hochklettern oder wie ist jetzt so der Plan? Was sah danach aus? Hätte ich vielleicht damit auch vorhin die Situation umgehen können? Fragen befragen. Der schreit mir ganz schön lange dafür, dass er schon tot ist. This all seems so familiar. Manchmal klappt das ganz gut mit Headshots. Manchmal auch wiederum nicht. Oh, lass doch mal den Scheiß jetzt. Danke. Ich glaube, der hat den Pfeil verschluckt, so wie er klang. Any more of those beans left? See, but they're cold. Like everything up here.
Not that the mine is much better. Better. At least out here, the air is fresh. Er brennt da hinten so schön. Bin mir nicht sicher, ob sie ihn umgehauen hat. Ich glaube nicht. So. Ich habe zwar alle meine Punkte dafür verbraucht, weil ich auch einmal daneben geschossen habe, aber egal. Auf so das Messerchen werfen. Wir haben zwar auch nicht mehr so viele davon, aber es reicht. Möchte ich mal machen. Oder halt vielleicht auch nicht. Zuhauen, weißt du, ist auch so träge in dem Spiel. Ist ja Wahnsinn. Dann machen wir halt den Nahkampfbogen. Okay. Lade nach. Ach nee, ich habe ja einen Bogen. Einmal hier rüber, danke. Hat funktioniert, ist ja der Wahnsinn. Ja, toll. Der eine ist plötzlich zum menschlichen Schild geworden. Weil er plötzlich vor dem anderen war. Unbeabsichtigt. Okay. Hey, hätte ich vielleicht ein Stückchen später nehmen sollen, aber egal. Du hast was gehört? Ja, ich auch. Wie der stirbt, das habe ich gehört. Wo kommt ihr denn her? Wenn man nicht den Kopf trifft, dann halten sie echt so viel aus, ne? Das ist der Wahnsinn. Hallo? Es gibt's doch nicht. Nicht ein Scheißfall hat die getroffen. Danke. Auch nichts weiter. Das heißt, ich muss eh davon lang. Oh, okay. Ja. What the? Bist du ein Gummibär oder warum spazierst du rum? Oh, wieder kein getroffen. Es gibt's nicht. Also benutze erst extra R2 und wofür? Für nix. Was wäre so gelangweilt? Entweder die pupsen nur rum oder sind halt gelangweilt. Ist der Wahnsinn. Oh, wieder nicht. Wozu zünde ich meine Pfeile an, wenn ich nicht treffe? Nö. Alter! Nahkampf ist voll für den Arsch, wirklich. Dann macht doch sowas nicht. Ja, aber wenn sie schon so nahe stehen. Meine Fresse. Noch weit? Ist es noch weit? Nein. Ich glaube nicht. Cursed if you don't keep it sharp watch. It's just I hear stories about men waking up dead. Waking up dead? You're a fool. Was? Boden erwecken? Sehr schön. Das war ein Volltreffer. Sehr gut, alle verbrannt. Wollte ich öfter machen. Da, nicht reinlaufen. Das wollte ich nicht so oft machen. Nutze das Wasser, danke. Ich bin halt wirklich ein Held. Ich laufe in meine eigenen grandiosen Dinge. Ist halt so. Okay. Androide oder was willst du sein?
Weasley. Ah ja. Irgendwie glaube ich, das war nicht so effektiv. Okay. Wieso hat das jetzt mehr Schaden gemacht? Verstehe ich nicht. Also wirklich, manchmal verstehe ich das Spiel nicht vom Schadenssystem her. Wenn du offensichtlich Schaden machst und eigentlich halt auch... Ja, komm, wie langsam willst du denn laufen? Hallo? Ja, was soll ich denn tun, bitte? Ich komme doch nicht vom Fleck. Meine Fresse. So, jetzt starten wir wenigstens den Kampf mit vollem Leben. Effektiv so ziemlich gar keinen Schaden. Es kriegt auch wieder keinen Schaden. Weiß ich, schieße und baller ihm alles rein. Was passiert? Nicht so viel. Ja, im Wasser kann ich mich so schlecht bewegen. Ja, ist okay. Hallo. Boah, was soll ich denn tun? Ganz ehrlich. Ist einfach nur scheiße, wenn der Gegner halt schneller ist als du und dann stehst du da. Weißt du, hast du so Situationen wie jetzt, da kriegt er halt wieder Schaden. Weil auch nur so anteilig. Und dann kommst du nicht von ihm weg. Er vergiftet dich, du geht nicht mehr, bist dadurch verlangsamt, er kriegt dich und bist tot. Tolles Spielkonzept, wirklich. Rockstar Games machen ein tolles Spiel, habe ich gehört. Sehe ich auch nichts von. Boah. Alter! Arsch, kann ich mich alleine. Wirklich, sobald du halt irgendwie dann das Wasser berührst, bist du sowieso im Arsch. Gibt ja auch keine Rennfunktion im Spiel. Dann hängst halt dann da und bist im Arsch. Bei dieser kleinen Fläche hier, wirklich. Weil alles andere hier ist... Nö, einfach nur nö. Oh, guck mal, das Spiel hat Raytracing. Ach nee. Bin verarscht auf Verstehung. Es ist doch nicht wahr. Dass er halt, ne, schnell halt von links nach rechts hier ausweicht und man halt warten soll, bis man ihn halt trifft, okay. Aber wenn man ihn trifft und er kriegt halt so gefühlt wirklich so gar keinen Schaden und halt dann auf dich zu, und denkst so, Alter, hier wo du wohnst.
Und da kommt er wieder auf dich zu. Also ist nicht mal eine Abwehrmechanik. Das ist halt einfach nur für den Arsch. Ob du Schaden machst oder nicht, das ist pures Glück. Das hat nichts mit Können zu tun. Also wirklich. Ich mache nichts anderes als sonst. Wirklich nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Geschafft, wuppdidu. Gut, aber wie das dann jetzt von hier aus weitergeht, gucken wir uns natürlich an in der nächsten Folge von Red Dead Revolver. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.